Hallo, ich habe aus meinem Haushalt schon mal ein paar Sachen zusammengesucht, die ich gleich in unseren Fußübungen benutzen werde. Das, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Tennisball oder auch ein Golfball oder eine Nudelrolle. Es geht dabei nochmal um das Ausrollen deiner Fußsohle. Ja, und ansonsten würde ich sagen, erstmal nimmst du gleich alles mit, was dir zwischen die Hände kommt. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß beim Suchen und bis gleich. Tschüss. Ich begrüße dich wieder zu einem Video Gesunde Füße. Und im ersten Teil gibt es etwas Theorie und im zweiten Teil gibt es für dich noch mal ein, zwei Übungen dazu, die du, wie gesagt, sehr gerne immer auch draußen machen kannst. Wie gesagt, Schuhe aus, Socken aus. Und in diesem Sinne sagen wir heute zusammen mal nicht die Hände zum Himmel, sondern du nimmst mal deine Füße mit zum Himmel. Bis gleich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Von hier aus noch mal eine ganz kurze Erklärung zu deinen Füßen. Wie ich im ersten Video schon erzählt hatte, besteht dein Fuß also aus 26 verschiedenen Knochen. Dazu kommen auch noch 60 Muskeln, die man zwischen den Fußrücken und Fußsohlenmuskeln unterscheidet. Dazu kommen natürlich noch die Sehnen und auch noch die Bänder. Warum die Muskulatur stärken? Beweglichkeit des Fußes natürlich und deiner Zehen und kräftige Füße sind dein Stabilisator für den Beckenboden, für dein Becken sowie für die Aufrichtung deiner Wirbelsäule zuständig. Zusätzlich verläuft auf der gesamten Linie, beginnend an deiner Fußsohle über die Beinrückseite bis zu deiner Stirn, die oberflächliche Rückenlinie, die Plantarfaszie. Da habe ich dir auch ein Bild mitgebracht, das ich dir mal eben zeigen möchte. Von dort geht es dorthin hoch, im Hinterkopf bis nach vorne oben an deine Stirn. Was der Satz bedeutet, das Arbeiten an einem kleinen Bereich kann die Funktion des Ganzen beeinflussen. Das werden wir zusammen im nächsten Video einmal ausprobieren. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Video. Jetzt ein bisschen mehr in der Praxis. Zu Beginn möchte ich mit dir einen kleinen Test machen. Ich sage ihn dir an, das ist vollkommen simpel. Du stellst dich aber ganz in Ruhe hin und rollst dich einmal mit deinem Oberkörper nach vorne ganz locker ab. Lass deine Beine, die Knie bitte lang und merke dir die Position, wo jetzt beim ersten Mal deine Fingerspitzen sind. Dann rollst du dich in Ruhe wieder auf. Dann brauchst du einen Tennisball. Zeige ich dir nochmal eben die Übung. Du vorne einmal anfängst, deine Zehen um den Tennisball so richtig schön herumkrallst, so nach dem Motto, das ist mein Tennisball, und ziehst die Zehen auch nochmal nach oben. Greif sie herum und strecke sie wieder. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Du kannst dir ein bisschen Zeit lassen, dass du wirklich mal anfängst, auch deinen Fuß ganz in Ruhe einmal so ein bisschen auszudrücken, ein bisschen auszurollen, sodass du dich von deinen Zehen über deinen Mittelfuß schön in Ruhe mit kleinen Druckbewegungen bis nach hinten zur Ferse einmal durchrollst, vorne deine Zehenspitzen aufstellst und deine Ferse hinten mal ganz aktiv auch nochmal auf den Ball drückst. Stell dir vor, du würdest mit dem Tennisball deine Faszienlinie, die unter deiner Sohle ist, das habe ich dir gerade im ersten Video ganz kurz gezeigt, richtig ausdrücken. Genau. Das Ganze zeige ich dir nochmal eben kurz an einem anderen Beispiel.
dass du, wie gesagt, wie einen Schwamm deine Sohle, deine gesamte Fußsohle einmal ausdrückst. Und du kannst auch gerne noch einmal auch von hinten wieder Richtung deiner Zehen wandern, drücken, rollen, bis du vorne wieder angekommen bist. Dann stell deine Füße wieder auf, dann roll dich noch einmal nach vorne ab und versuch nochmal und schau mal, wo waren beim ersten Durchgang deine Finger und wo sind deine Fingerspitzen jetzt. Und jetzt kommt nochmal die Sache mit dem Satz, den ich eben hatte. Das Arbeiten an einem kleinen Bereich, sprich deine Fußsohle, deine Plantarfaszie, kann die Funktion des Ganzen, die gesamte Rückenlinie bis zur Stirn, beeinflussen, indem du vielleicht jetzt sogar nach dem ersten Mal schon gemerkt hast, oh, meine Fingerspitzen gehen ein bisschen tiefer. Das machst du natürlich dann auch mit deinem anderen Fuß. Und damit, wie das dann immer so ist, natürlich auch nochmal die Hausaufgabe abzufragen, vielleicht vom ersten Video nochmal, das war ja die Sache mit deine vier Zehen stehen zu lassen und nur den großen Onkel mit anzuheben. Dann lässt du den großen Onkel stehen, ziehst die vier nach oben und das andere war noch, dass die kleinen Zehen auf dem Boden stehen und die drei in der Mitte oben kommen. Jetzt nochmal ganz kurz zwei, drei Ideen. So, die du nutzen kannst, um deinen Fuß zu kräftigen. Ich habe jetzt mal alles rausgesucht, was es gerade so im Stehen kann. Das ist ein Clip, so ein Gefrierbeutel, Wäscheklammern, Korken oder auch, meine Frau, die Damen wissen, was das ist, die Zehenspreizer, wenn man sich die Fußnägel lackieren möchte. Auch da immer wieder greifen von der einen Seite zur anderen. Und damit alleine schon deinen Fuß zu bewegen und zu kräftigen. Das, was ich eingangs nochmal jetzt gesagt habe, ein kräftiger Fuß richtet dich von unten mit langen Zehen, lang wie die Sonnenstrahlen im Moment, nach oben einmal auf. Und dann bedanken wir uns für deine Aufmerksamkeit, üben mit dir einfach noch mal so ein bisschen weiter, von rechts nach links, von links nach rechts, greifen und rübertragen. Und du kannst natürlich auch gerne mal dir deine Zehen langziehen und wieder strecken. Wir freuen uns schon über das nächste Video. Bis dann, tschüss! Thank you.